Nachgefragt in der Hauptstadt bei Miriam Holstein von der Bild am Sonntag. Grüße herzlich. Guten Tag, Herr Kulle. Also wir reden auch gleich noch mal ganz kurz über die Kanzlerin und ihre Rede an der Harvard University. Wir schauen erst mal auf das, was sich da gerade abspielt. Also jenseits auch der Außenpolitik in der Hauptstadt, bei den Parteien, bei der CDU dampft's, bei der SPD dampft's auch. Beginnen wir mal bei der SPD. Da gab's einen Satz gestern von Johannes Kahrs, der sagte, nicht jeder in der SPD versteht Andrea Nahles Humor. Was ist da los in der Partei? Er hat damit zum Ausdruck gebracht, dass, was wir jetzt gerade erleben, eben schon ein längeres Problem ist, nämlich dass es schon länger Kritik an ihrem Führungsstil gibt. Ich möchte unter anderem daran erinnern an diese Auseinandersetzung um den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, wo sie ja ausgehandelt hatte, dass er ins Innenministerium wechselt und dann auf wahnsinnigen Druck ihrer Parteien diese Entscheidung zurücknehmen musste. Und was ihren Humor betrifft, da spielt er natürlich auf diese Beci- und Gesangsauftritte an, von denen die Wohlmeinenden in der Partei sagen, dass es authentisch ist. Aber bei vielen stößt dieser Stil eben auf und dieser ganze Unmut hat jetzt im Ergebnis der SPD bei den Europawahlen und in der historischen Niederlage bei den Bürgerschaftswahlen in Bremen jetzt eben ein Ventil gefunden. Ja, und diesen Unmut, den will sie abräumen, indem sie sich am Dienstag nächste Woche wieder wählen lässt als Fraktionschefin, ob mit Gegenkandidat oder ohne. Wie soll das ausgehen? Also es ist momentan noch alles offen. Ich glaube, es wird sehr schwierig für sie, diesen Dienstag politisch zu überleben. Und ich glaube auch, dass wenn sie es schaffen sollte, dass sie wiedergewählt wird als Fraktionsvorsitzende, dass ihr das nur eine kleine Atempause verschaffen wird und dass sie aber langfristig trotzdem in einer schwierigen, um nicht zu sagen aussichtslosen Lage ist, weil ich nicht sehe, wo sie die Führungsstärke, die jetzt aber für die Partei, die sich ja inhaltlich dringend erneuern muss, die dringend zu einer neuen Dynamik zurückfinden muss, die dringend neue Wählergruppen erschließen muss. Ich weiß nicht, wo sie die herbekommen sollte, so angeschlagen, wie sie ist. Und vor allem, wenn wir auf die nächsten Monate blicken, da stehen drei Landtagswahlen im Osten an und da sieht es auch schlecht für die SPD aus. Also es gibt auch nichts, was ihr da sozusagen Unterstützung versprechen könnte. Und das ist eine Diskussion, die kennen wir ja schon. Und da kommt wieder ein Name ins Spiel, nämlich auf dem Parteitag, als es um ihre Zukunft ging und um die Zukunft dessen, was die SPD will und wie sie es umsetzen will. Kevin Kühnert, der Juso-Chef, der läuft sich jetzt gerade anscheinend warm. Ist noch relativ ruhig, aber es geht schon los, oder? Ja, er hat ja da gerade einen bemerkenswerten Talkshow-Auftritt gehabt, wo er gefragt wurde, ob er sozusagen hinter Nahles steht. Und dann hat er gesagt, es ist ihm total egal, ob sie Fraktionschefin bleibt oder nicht. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass ein Juso-Chef sozusagen die Partei und Fraktionsvorsitzende angreift, liegt eigentlich in der Natur der Dinge. Aber es ist klar, dass er sich im Grunde darauf vorbereitet, dass die SPD aus der Großen Koalition aussteigt. Es soll ja eine Halbzeitbilanz geben im Herbst. Jetzt gibt es Diskussionen, ob dieser Parteitag vorgezogen wird. Und da wird er sicherlich daran arbeiten, das Ziel zu erreichen, was er immer auch schon ganz klar formuliert hat, dass er es für einen Fehler hält, dass die SPD in die Große Koalition gegangen ist. Und dann gab es auch, wenn wir diese Talkshow schon ansprechen, in der ARD dann diese quasi Frage, ob er dann wartet bis Dezember, um dann quasi sie zu stürzen, also Nahles zu stürzen. Da kam es zu einer seltsamen Antwort, oder? Ja, er hat gar nicht geantwortet. Er hat einfach smart in die Kamera gelächelt. Aber natürlich könnte Kühnert alleine nicht Nahles stürzen. Und vor allem ist auch die Frage, wer denn dann übernimmt. Sie hat ja wohl hinter den Kulissen angekündigt, dass wenn sie jetzt den Fraktionsvorsitz verliert, dass sie dann auch vom Parteivorsitz zurücktreten wird. Das ist natürlich eine maximale Drohung, weil es dann an doppelter Stelle ein Vakuum geben würde und man nicht momentan wüsste, wer die personelle Alternative ist. Und Kevin Kühnert ist zwar für einige noch der einzige Hoffnungsträger in der Partei, aber hat eben überhaupt keine Führungserfahrung und er würde die Partei sehr nach links rücken. Also das heißt, diese Frage müssen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht diskutieren, ob Kevin Kühnert jetzt schon Parteichef werden könnte oder nicht. Aber nochmal auch zu der Tatsache, dass ja diese Sollbruchstelle eingebaut ist in diesen Koalitionsvertrag. Das heißt, man geht mal auf den Grund der Dinge, die da jetzt laufen bei der Koalition in Berlin und will dann im Herbst rausfinden, ob das alles noch gut ist und ob man es weiter fortsetzt. Und jetzt hat der CSU-Chef Söder und Ministerpräsident in Bayern gesagt, ihr Sozialdemokraten, sagt doch jetzt endlich mal, ob ihr eigentlich noch wollt oder ob ihr nicht mehr wollt.
Das ist eine ganz legitime Frage, aber die kommt jetzt und gerade aus der Ecke doch zu einer sehr seltsamen Zeit. Oder wie denken Sie? Absolut. Es ist schon sozusagen eine kleine Gemeinheit, die er sich da erlaubt hat, dass in einer Situation, in der die SPD jetzt wirklich ganz akut auch um ihre Führung ringt, dass er die Frage, die ja ohnehin im Raum steht, jetzt auch nochmal offen ausgesprochen hat. Bislang konnte man da aus der Union eher hören, wir machen uns Sorgen, dass die SPD aussteigen könnte, aber wir bereiten uns auch darauf vor. Aber natürlich möchten wir die Große Koalition fortsetzen. Das hat er zwar dann im zweiten Satz auch gesagt, aber man kann das schon als ganz eindeutigen Flirt mit einer anderen Konstellation, zum Beispiel Jamaika, oder zum Beispiel Schwarz-Grün interpretieren. Dass gerade aus der Ecke dann eventuell diese Sollbruchstelle angesprochen wird. Naja, es hat ein Geschmäckle. Wir gucken mal, was das für eine Wirkung hat. Jetzt dann doch zur Kanzlerin und diesen legendären Satz. Wir schaffen das. In den USA wurde sie dafür beklatscht. Und dann hat sie noch ein bisschen einen draufgesetzt und hat zwar niemals gesagt, sie meint den amtierenden amerikanischen Präsidenten Trump. Aber im Grunde genommen hat sie es gesagt. Ja, sie hat ja auch gesagt, wir müssen bei der Wahrheit bleiben und es ist falsch, Lügen als Wahrheit zu bezichtigen. Das ist ganz klar eine Spitze gegen Donald Trump gewesen. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass zwischen den beiden die Chemie überhaupt nicht stimmt. Sie hat sich anfangs sehr bemüht und musste dann miterleben, wie sie da zwischenzeitlich mal vom französischen Präsidenten Macron ausgebotet wurde. Der ist dann allerdings auch gescheitert. Und ansonsten, was ihren Auftritt betrifft, erleben wir, was viele Kanzler dann in der Spätphase ihrer Amtszeit machen, nämlich, dass sie sich aus der Innenpolitik rausziehen und eben im Ausland sich feiern lassen für ihre historischen Errungenschaften. Ja, manchmal funktioniert's, manchmal auch nicht. Dankeschön für frische Einschätzungen aus der Hauptstadt, Mirjam Holstein. Sehr gerne.